Ja, liebe Schülerinnen, liebe Schüler, es geht los mit der Differentialrechnung. Ein spannendes Thema, das auch geschichtlich irrsinnig wichtig ist. Wenn ihr dieses Video schaut, dann setze ich voraus, dass ihr das Video zuvor zum Differenzenquotienten, zu der sogenannten mittleren Änderungsrate, schon gesehen habt. Denn da gehe ich direkt oder da baue ich direkt darauf auf. Wir haben schon gesprochen über Newton und Leibniz, die zwei großen Denker, die dieses Themengebiet erschlossen haben und damit auch sehr viel erwirkt haben. Ja? Ganz, ganz wichtig für die spätere geschichtliche Entwicklung, zum Beispiel auch, dass die industrielle Revolution dann bald darauf begonnen hat. Da war das Verständnis über diesen Bereich der Mathematik irrsinnig wichtig für die Naturwissenschaften und Technik. Ja, worum geht's? Ich starte direkt mit einer Frage. Bitte einfach kurz das Video pausieren und für einen Moment nachdenken. Was bedeutet das eigentlich, wenn man im Auto oder beim Moped fahren, das Tachometer oder der Tachometer eine Geschwindigkeit anzeigt, zum Beispiel 72 km/h, Kilometer pro Stunde. Ja, einfach kurz selber drüber nachdenken, was das bedeutet. Okay, dann löse ich das auch ganz kurz auf. Eigentlich sagt uns der Tachometer nur, wie weit man kommen würde, wenn man mit dieser Geschwindigkeit weiterfährt. Ja. Das sagt uns der Tachometer. Okay, jetzt wissen wir aus Erfahrung, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie wir 72 Kilometer in einer Stunde schaffen. Ja. Ganz viele Möglichkeiten, ich zeige ein paar vor. Und das mache ich jetzt nicht nur in trockener Sprache, sondern einfach anhand von Graphen. Ja. Ganz links sehen wir, also wir haben hier Graphen von einer Streckenfunktion. S von t, s steht für die Strecke und t ist für uns die Zeit in Stunden in dem Fall. Die erste Variante ist wirklich, wenn man mit konstanter Geschwindigkeit fährt, vom Streckenpunkt Messpunkt 0 zum Streckenmesspunkt 72. Ja. Dafür braucht man eine Stunde Zeit bis zur Zeitmarke 1 auf diesem Graphen. Und gleichbleibende Geschwindigkeit heißt, man wird quasi diese Strecke linear durchlaufen. Ja, das wäre dieser erste Graph. Man könnte aber theoretisch auch am Anfang ein bisschen rasen. Ja. Dann macht man da eine kurze Pause, wo man gar nicht weiterfährt. Das heißt, da sehen wir, dass für einen gewissen Streckenabschnitt ändert sich die Strecke nicht. Ja. Also über einen gewissen Zeitabschnitt, würde ich sagen. Über diesen Zeitabschnitt steht man immer auf der gleichen Position. Ja, und dann fährt man auch sozusagen nach der kurzen Pause gemütlich weiter, bis man am Ziel ist. Das wäre eine zweite Möglichkeit. Ja. Eine dritte Möglichkeit, man fährt einmal gemütlich los, dann ein bisschen schneller, kommt drauf, man hat vergessen, im Supermarkt Windeln zu kaufen, fährt zurück, ja, bleibt kurz am Parkplatz stehen, geht in den Supermarkt und dann rast man natürlich, weil das, wenn man so lange in der Schlange steht, rast man im Anschluss zu seiner Frau nach Hause. Ja. Und so könnte man genauso gut diese Strecke zurücklegen. Ja. Was uns jetzt fehlt, weil diese 72 km/h, das ist ja eigentlich nur ein Durchschnittswert über diese Stunde, entspricht im Wesentlichen einem Differenzenquotient. Ja? Denkt an das erste Video. Denkt an das erste Video. Wir haben hier über ein Zeitintervall einfach einen Mittelwert. Aber was dazwischen passiert, da haben wir eigentlich gar keine Auskunft. Ja? Nur durch diesen Zahlenwert. Tja, und das ist ein Problem, da beschäftigen sich, wie gesagt, die Leute schon sehr lange damit. Aber ich will das auch noch mal ein bisschen anders illustrieren. Ja? Ein zweites Beispiel. Stellt euch vor, ihr habt ein Foto, also das müsst ihr euch wirklich vorstellen bei meiner schlechten Zeichnung. Ein Foto von einem Auto auf einer Straße und dahinter ist ein Baum. Ja. Und jetzt bitte wieder einfach das Video kurz pausieren, wenn ich die Frage stelle und selber darüber nachdenken. Welche Geschwindigkeit könnte dieses Auto haben? Bitte selber kurz darüber nachdenken. Okay, vielleicht habt ihr eine Lösung oder eine mögliche Antwort gefunden. Die Antwort lautet, ich kann die Antwort nicht, ich kann es nicht beantworten. Ich habe keine Ahnung, wie schnell dieses Auto ist. Das Auto könnte zum Beispiel, also ein VW Käfer, ohne Partikelfilter, deswegen raucht es da hinten raus, könnte zum Beispiel rückwärts fahren. Es ist nur der Wind in diese Richtung so stark, dass die Abgase auch dahin geblasen werden. Könnte theoretisch sein, das Auto könnte auch stillstehen, das Auto könnte vorwärts fahren. Wir wissen es nicht, wir haben nur ein Foto. Ja? Wir haben keine Anhaltspunkte, wie schnell das Auto fährt. Was man in Wirklichkeit bräuchte, sind zwei Fotos. Und nicht nur zwei Fotos, sondern auch
eine Information darüber. Ja. Erstens einmal, wie groß die Abstände in diesem Foto sind. Ja. Vielleicht ist es sogar gescheiter, wenn ich die Fotos untereinander hinzeichne. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen besser. So, also die Vorderseite vom Foto, vom Auto, die hat sich, was weiß ich, um eine Strecke von 20 Meter, ja, 20 Meter verändert. Das ist aber noch nicht genug. Ich weiß jetzt nur, das sind Fotos, wo das Auto in einer anderen Position steht. Ich brauche auch eine Zeitangabe. Ja. Zum Beispiel eine Sekunde, na, machen wir vielleicht eine Stunde zuerst, ja. Eine Stunde Zeitunterschied. Okay, gut. Das ist schon ein bisschen besser. Jetzt weiß ich zumindest, im Mittel hat sich dieses Auto um 20 Meter pro Stunde, das ist nicht sehr viel, ja, also ich glaube, eine Schnecke schafft vielleicht ein ähnliches Tempo. Ja. 20 Meter pro Stunde hat das Auto geschafft. Das kann aber auf ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Das ist ja, vielleicht ist es ein älterer Herr, der hat da eine Pause gemacht beim Baum, hat gemütlich seine Pfeife geraucht und so sich seine Jausensemmel gegessen, ist dann weitergefahren. Ja, und zufällig hat das Foto, ist das zweite Foto genau hier geknipst worden. Könnte ja sein, wissen wir nicht. Ja. Oder das ist jemand, der ist zuerst, was weiß ich, zum Geschäft gefahren und jetzt fährt er aus irgendeinem Grund rückwärts wieder nach Hause. Ja? Kann auch sein, wir wissen es nicht. Was wir brauchen, ist eigentlich einen sehr kurzen Zeitunterschied. Dann können wir uns relativ sicher sein, ja, über die Geschwindigkeit dieses Autos Bescheid zu wissen. Ja? Ist ja wieder nur eine mittlere Geschwindigkeit, nämlich 20 Meter geteilt durch das Zeitintervall von einer Sekunde. Aber weil das Zeitintervall so kurz ist, ist es aussagekräftiger. Ja? Das ist die Grundproblematik der Differentialrechnung. So. Jetzt schauen wir uns das Ganze ein bisschen mathematischer an. Ja? Ich habe hier schon eine Funktion vorbereitet, so wie beim letzten Mal, mit einer Sekante. Und diese Sekante, also die lineare Funktion zwischen den Punkten A und B, die beschreibt uns die mittlere Änderung in diesem Intervall von der Funktion. Ja, Funktion in grün. Also hätte ich eine lineare Bewegung oder lineare Entwicklung dieser Funktion, dann würde es genauso ausschauen wie diese violette lineare Funktion. Jetzt denken wir zurück an unser Beispiel. Wenn ich das Zeitintervall sehr, sehr klein mache, dass dann die Aussage einfach besser wird. Ja. Wir sehen jetzt hier, ich habe hier, ändern wir das noch ein bisschen ab, circa eine halbe Sekunde Unterschied, wenn wir das jetzt als Zeit und als Sekunden interpretieren, wenn ich da reinzoome, dann sehe ich, dass diese lineare Näherung natürlich immer noch nicht dem genauen Funktionsverlauf entspricht, aber es ist schon wesentlich besser dran. Ja. Wenn ich diesen Abstand jetzt noch kleiner mache, dann bin ich schon wirklich super nahe dran. Ja, dann sehe ich, zumindest für diesen kleinen Zeitabschnitt, beschreibt man die lineare Funktion, die ursprüngliche Funktion f in grün, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Und das wollen wir jetzt mathematisch machen. Das ist jetzt hier nur ein Konzeptvideo. Ja. Und in diesem Konzeptvideo kann ich natürlich nicht alles so genau erklären. Aber wir rufen uns in Erinnerung, der Differenzenquotient war der Funktionswert zum späteren Zeitpunkt b minus den Funktionswert zum früheren Zeitpunkt a, ja, geteilt durch den zeitlichen Abstand b minus a. Was wir jetzt machen, gedanklich führen wir diese beiden Zeitpunkte sehr, sehr nahe zusammen.
Und da haben wir eine Schreibweise. Ja? Da sagt man, das ist der Limes von B geht gegen A. Ja? Der spätere Zeitpunkt nähert sich dem früheren Zeitpunkt an. Und zwar, also ich formuliere das jetzt etwas schlampig, unendlich nahe. Ja? Unendlich nahe heißt einfach sehr, 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 sehr nahe. Und das nennen wir dann den Differentialquotienten. Oder man sagt auch Ableitung von f an der Stelle b. Ja. Was eine Ableitungsfunktion ist, das kommt ein bisschen später. Ja. Ich will nur eine Sache noch hervorheben. Also mit ein bisschen später meine ich jetzt nicht in diesem Video. Da oben hatten wir die mittlere Änderungsrate. Und der Differentialquotient ist die momentane. Momentane Änderungsrate. Ja. Also die momentane Änderungsrate gibt uns so etwas an wie den Trend. Ja. Wie schaut es im Moment der Betrachtung aus, wie weit man pro Zeiteinheit kommt, jetzt wenn man an der Geschwindigkeit denkt. Ja. Sollte ich vielleicht auch hier hinschreiben. Das Ganze hat den Charakter einer Geschwindigkeit von f. Ja? Geschwindigkeit ist natürlich leicht zu verstehen, wenn man eine Strecke als Funktion hat. Ist aber auch nicht so schwer zu verstehen, wenn man zum Beispiel ein Volumen hat. Dann hat man sowas wie eine Abfluss- oder eine Zuflussgeschwindigkeit. Ja? Kubikmeter pro Stunde, Liter pro Sekunde. Also diesen Geschwindigkeitsgedanken, den muss man sich ins Bewusstsein fassen. Ja? Momentan Geschwindigkeit. Momentane Änderungsrate. Ja, wir haben ja schon gesehen, was das Grafische bedeutet. Wenn wir jetzt gedanklich diese zwei Punkte sehr, sehr, sehr nahe aneinander führen, dann sprechen wir auch nicht mehr von einer Sekante, sondern von einer sogenannten Tangente. Ja. Die Tangente können wir uns interpretieren als so eine der momentane lineare Trend. Ja. Das heißt, wenn wir hier Funktion f haben, ist das die Tangente an f oder zu f. An der Stelle A. Ja? Und die Stelle A, die markiere ich jetzt ja auch noch. Da unten irgendwie so 0,4 irgendwas. Ja? Jo. Also diese Tangente gut, ja, also der momentane lineare Änderungstrend. Jetzt habe ich da noch was vergessen. Den Differentialquotienten. Da haben wir eine Schreibweise. Dafür schreiben wir f' von a. f'. Das ist ein Zahlenwert. Ja.
sein Zahlenwert. Und genau diese Tangentensteigung ist dieser Wert der ersten Ableitung. Oder die erste Ableitung an der Stelle a. Ja? F' von a. Das ist eine neue Schreibweise und die müsst ihr euch jetzt ein bisschen gewöhnen. Ja? Aber in diesem Video, das ich jetzt hier gezeigt habe, da steckt wirklich konzeptuell alles drinnen. Ich hoffe jetzt, ich habe nicht etwas vergessen. Ja? Mit diesem Grundgedanken könnt ihr jetzt sofort hergehen und ganz viele schriftliche Reifeprüfungsbeispiele schon lösen. Jetzt können wir uns nämlich vorstellen, wenn es so aussieht, es würde der Wert einer Funktion momentan sinken, eine negative Steigung der Tangente und daher eine negative Ableitung. Also dieser Wert wäre negativ. Ja? Und solche Sachen, das sind dann typische Fragestellungen bei der Matura. Werde ich jetzt nicht machen, das ist ein Konzeptvideo. Jetzt stellt sich heraus, dass man diese erste Ableitungswerte systematisch berechnen kann. Ja, da haben sich Google-Leute Rechenregeln hergeleitet. Die könnte ich jetzt natürlich herleiten. Das ist viel Arbeit, mache ich nicht. Ja, oder es ist ein bisschen mehr Arbeit, als wir uns in der Schule leisten müssen. Ich werde auch für die Anwendung der Ableitungsregeln dann Videos von anderen Personen, die das auf YouTube schon sehr gut erklärt haben, herzeigen mit vielen, vielen Beispielen. Ja. Aber dieses Video zum Konzeptverständnis, ich glaube, da ist eine gute Idee, wenn ich das jetzt sozusagen als euer Lehrer auch selber mit meinen eigenen Worten erkläre. Gut, das war's. Wir sehen uns im nächsten Video.